Draußen ist hier gerade eine kleine Party und es wird ein Remix von Disco Pogo gehört. Ich war jetzt auf der einen Seite doll, also ich finde es super, finde es besser als so Techno. Ich finde es toll, aber auf der anderen Seite ist es halt jetzt gerade so 3 vor 1 und ich würde jetzt gern mein Tagebuch schreiben und dann ins Bett gehen. Ich bin schon mal im Bett, aber ich würde dann gern schlafen. Es war heute ein richtig toller Tag und ich kann es gar nicht glauben, dass das alles heute in einem Tag passiert ist. Es ist heute so viel passiert. Heute früh waren noch so, da waren jetzt Papa und sein Bruder hier. Dann bin ich mit dem Basilikum zu Lea gefahren. Dann war ich bei ihr für so 3 Stunden. Wir haben gefrühstückt und geredet. Das war richtig schön. Ich war halt nicht mit dem Fahrrad unterwegs, dadurch, dass wir dann mit dem Auto, mit dem Basilikum dahin gefahren sind. Und die sind aber ja los. Das heißt, dann war ich mit der Bahn unterwegs und das war so, also es war total entschleunigend. Das war eine sehr spannende Erfahrung. Ich bin die gleichen Wege, die ich sonst mit dem Fahrrad gefahren bin, immer Fahrrad zu Fuß gelaufen. Und es war total so, wow, ich bin so langsam. Ich brauche hier gerade von der Ampel bis zur Albi irgendwie 3 Minuten und sonst sind das so 10 Sekunden. Ich war so, okay. Da habe ich meine Bücher von der Albi zurückgebracht. Das war richtig so, wow, ja, das Semester ist jetzt wirklich vorbei. Also die Albi ist die Bibliothek von der Uni, zu der ich gerne gehe. Es gibt mehrere. Dann bin ich da noch so rumgelaufen und wollte noch zur Stadtbibliothek und Bücher ausleihen. Also dieser Weg ist sehr kurz und da kommt man echt dann eigentlich nicht viel vorbei. Aber da waren dann irgendwie 3 Läden, in die ich rein bin, in so eine Buchhandlung, die war richtig süß. Da habe ich mir so irgendwie einfach so ganz entspannt irgendwie die Bücher angeschaut, ohne was zu kaufen. Dann war ich noch in so einem Outdoor-Geschäft irgendwie kurz nur drin, fand ich ein bisschen unangenehm, bin dann schnell wieder raus. Und dann habe ich noch so Postkarten gekauft, richtig schöne. Kann ich euch zeigen. Richtig toll, finde ich die. Das sehe ich auch, wenn sie gut erkennen kann. Also wir haben diese. Und diese. Und dann war ich, wie gesagt, in der Stadtbib und habe da 3 Bücher ausgeliehen. Da war ich hier ganz entspannt zu Hause. Dann war es irgendwann so, dann war es vielleicht so um 2, nee, es war dann so schon 2:30, 3 oder so. Dann bin ich noch zu Rewe gefahren und habe Pfand weggebracht und noch was, bisschen Johannisbeeren und Himbeeren eingekauft und Rhabarbersaft und Sprudelwasser. Und dann habe ich mich mit Rieke getroffen und dann habe ich mit Rieke Eiskaffee getrunken. Und das war ganz zauberhaft. Das war total toll. Und ich freue mich so über diese Person. Und ich freue mich so, ich weiß so, dass du es schaffst. Und ich habe so, mich so gefreut. Freue mich, dass wir jetzt so Freundinnen sind. Das ist einfach süß. Und dann bin ich zu Thea gefahren und habe Pflanzen von ihr geholt. Und das war auch so schön. Und wir hatten so ein richtig, oder wir hatten ein gutes Gespräch, fand ich auch. Also mit Rieke hatte ich auch ein richtig gutes Gespräch, das war ganz, ganz toll. Mit Lea hatte ich natürlich auch ein gutes Gespräch. Ich hatte viele gute Gespräche und mit Thea hatte ich auch so ein ernsteres so oder tieferes Gespräch, was wir sonst nicht so oft so machen. Und das war irgendwie auch richtig schön, obwohl es gar nicht am Ende so lange Zeit war, die wir miteinander verbracht haben. Also nur so, ich glaube, maximal 1,5 Stunden oder so, aber es war sehr intensiv auch irgendwie dann auf einmal und das war auch voll schön, auch voll dankbar. Und jetzt habe ich noch hier so Sachen gepackt für zu Hause, wenn ich nach Hause fahre nächste Woche. Und ja, ich glaube, ich muss das jetzt alles in mein Tagebuch schreiben und so Sachen aufschreiben und das irgendwie noch so ein bisschen verarbeiten, weil irgendwie, ja, es ist viel passiert. Viel passiert auch in letzter Zeit. Ja. Also ich glaube, wir hatten ähnliche Themen heute in so allen Unterhaltungen, weil es so Sachen sind, die mich gerade beschäftigen auch, glaube ich. Das war so spannend, verschiedenste Perspektiven heute so zu erfahren auch. Und ich bin so dankbar für so
die Möglichkeit dazu. Irgendwie war aber so auch bei allen, also irgendwie so auch das Fazit, dass es so anstrengend ist, so kacke, dass man irgendwie immer unterschiedliche Bedürfnisse hat und dass wir alle so toll unterschiedlich sind. Also klar ist das voll geil und es ist ganz toll, dass wir alle Individuen sind und ich bin darüber sehr froh, aber es ist auch einfach anstrengend und sorgt oft für verletzende Situationen oder für doofe Stimmung. Das ist blöd, aber nichts, was man ändern kann, aber es ist trotzdem was, worüber man sich vielleicht auch irgendwie einfach trotzdem sagen kann, Manu, ey, ja. Immer wenn ich so Beeren esse, fühle ich mich wie so ein kleiner Affe. Ich sag, oh, ich sehe eine Frucht. Ich zupfe sie. Ich stecke sie in meinen Mund. Aber gut. Kannst du ein bisschen weiter überlappen lassen. Das machst du super. Süß. In der Sonne. Dass das dann im Internet ist. Nee, der wird quasi mit, die haben keinen Propeller. Ah, Huckepack. Auch nicht unbedingt. Also, aber auch hier lass dich erzählen. So. Ja, mit meiner Eltern, mit meinen Eltern. Kurz schlafen. Ach so. Dann komm ich mit. Nee, wir gehen jetzt. Das finde ich doof. Ja. Jetzt wäre ich wahrscheinlich richtig scheiße. Live. Ist das, machst du jetzt Video? Ja. Top. Also, das ist Wetter gilt. Yeah. Kannst du noch? Das war auch so lang.
kann die einfach nehmen. Machst du eigentlich noch dein 1-Sekunden-Video? Ja. Ich kann mir ja das zum Geburtstag wünschen und dann gucken, was meine Eltern dazu sagen. Geil. Also ich hätte gerne später ein Ferienhaus irgendwo, wo es warm ist. Like a good summer breeze. Dass ich euch so weit wegschiebe irgendwie. Die war aber gut. Ha? War mega. Also Arschbomben kannst du. Danke. Huch. Die Köpfe müssen wir ein bisschen fallen. Ob ich ein bisschen im Raum geworden bin. Naja. Griechenland. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich wollte es auch filmen. Das ist TikTok vorbei. Das liegt hier. Hä, warum hören die jetzt so leise Schlager? Wo ist die Buchs? Einmal weg. Was hören sie denn? Herzbeben. Von den Fisch. Hä, aber wo ist die Box? Muss der nach Hause? Was ist los? Mama, ich kann sagen, wie nach Hause kommen, schon um 10. Same. Stimmt. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Fail. Kein Problem. Oh. Hi. Nicht, dass unser nicht eine wilde Farbe hat. In den nächsten 5 Tagen wird ein Festival in dieser Entfernung stattfinden. Ich glaube, jetzt wird erstmal nicht geschlafen. Was ist das für eine Nachricht? Schon wieder kryptisch. In Bayern oder was? Ja, soll ich es mir buchstabieren? Es ist 10 nach 7. Ich habe 5 Stunden geschlafen. Wann war das letzte Mal, dass ich so früh aufgestanden bin? Nach so wenig Schlaf. Und hier fühlt sich an wie in der Schulzeit, oder?
Wer hat meinen Hinterrad geklaut? Was ist der Sinn? Ganz generell.